Hier ist Tipptopp-Tube und heute bin ich der rasende Reporter und erzähle von Max' kleinen Unfall. Hallo Max. Hallo Ash. Deine Hände sehen ja etwas anders aus. Ja, da hast du recht. So sehen die jetzt gerade aus. Was ist denn passiert? Eigentlich nicht viel. Ich bin mit einem Freund Longboard gefahren und dann bin ich gestürzt. Longboard fahren bist du gestürzt? Aber wie? Ja, ich bin ziemlich schnell gefahren und schwupps ist es passiert. Ja, das kann passieren, wenn man zu schnell fährt. Aber was ist mit deinen Händen? Das ist ja kein Gips, das ist nur Verband. Ja, das ist richtig. Der Arzt hat gesagt, nach dem Röntgen, dass da einige Mikrorisse in den Knochen sind. Aua, das tat bestimmt weh. Ja, das tat weh und ich konnte wirklich nichts mehr anfassen. Oh je, wie kommst du jetzt zurecht? Ja, anfangs war das sehr schwer. Ich konnte nicht mal eine Flasche aufmachen oder ein Glas. Das war anfangs auch schwer, es tut jetzt immer noch ein bisschen weh. Ich habe auch Probleme, wenn ich mich zum Beispiel umziehe oder eine Tür aufmachen möchte oder sonst irgendwas, zum Beispiel das Longboard tragen. Das kriege ich jetzt immer noch nicht hin. Ja. Apropos Longboard, zeig doch mal, wie es aussieht. Das habe ich hier. Ah, jetzt tut es gerade auch ein bisschen weh. Warte, ich helfe dir mal. Danke. Hier ist einmal das Longboard, mit dem ich gestürzt bin. Ja. Stell mich mal kurz wieder zurück. Autsch. Ein bisschen tut es immer noch weh. Aber es bessert sich auf jeden Fall schon. Und wie kommst du jetzt zur Schule? Mit dem Rad geht's ja schlecht. Also wir haben ja heute und morgen Wochenende, wo ich ziemlich Glück habe, denn Fahrradfahren geht halt nicht. Mhm. Und Montag und Dienstag haben wir in der Schule Abi-Ferien, weil da die Abiturprüfungen sind. Oh cool. Also mit etwas Glück ist es danach wieder okay? Ja, das hoffe ich auch, dass danach alles wieder super ist. Und ich auch alles wieder machen kann, wie ich es vorher auch machen konnte. Auf jeden Fall ist es jetzt schon besser, denn ich habe hier unterm Verband so eine Salbe, die, glaube ich, auch damit hilft. Ja, dann wünsche ich dir gute Besserung. Ich hoffe, es ist bald wieder okay. Dankeschön. Das war meine kleine Vorort-Reportage von Max' kleinen Longboard-Unfall. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, damit wir auch wissen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.